Und damit, hey Leute, und willkommen zur nächsten Folge im Clash of Clans Pay-to-Win-Account. Inzwischen stecken 2500 Euro auf diesem Account drauf und wir wollen auf jeden Fall weitermachen, aber es wird immer teurer. Wir sind nämlich jetzt Rathaus 10, wir wollen eigentlich auf Rathaus 14 hoch und heute werden wir natürlich erstmal alle Truppen freischalten. Dieses Rathaus wird insane werden. Ihr wisst, wie teuer es wird. Wir haben allein schon jede Mauer kosten sind 400.000. Früher war es noch teurer, aber ich meine, das hochzupayen ist halt insane. Und Dunkles haben wir noch, sehr geil. Dann würde ich sagen, für die heutige Folge haben wir Folgendes vor. In der letzten Folge haben wir Rathaus 10 erreicht, heute wollen wir die ganzen neuen Truppen freischalten. Das heißt, wir haben in der dunklen Kaserne neue Truppen, in der normalen Kaserne haben wir neue Truppen, die Armeenlager haben wir schon maxed und wir haben auch Zauber natürlich. Wenn wir alles heute ausprobieren in der heutigen Folge, ich würde sagen, auf geht's und wir starten wir mal rein mit neuen Angeboten. Also ich muss sagen, ich liebe Clash of Clans wirklich dafür, dass sie jedes Wochenende neue Angebote reinbringen. Das ist für ein Pay-to-Win-Projekt so genial. Wenn ihr mich supporten wollt, natürlich immer wie immer gerne oben rechts im Shop Creator-Code Jojonas eintragen, wenn euch irgendwas im Shop kauft und ja, let's go, viel Spaß. Also, die Angebote sind absolut crazy. Wir haben als erstes zweimal Forschungstrank und einmal Ressourcentrank. Auf geht's. Okay, nicht besonders spannend. Tränke und Gegenstände haben wir relativ viele wieder, ne? Die hauen wir auch, würde ich sagen, direkt wieder gleich drauf. Machen wir gleich. Zweites Angebot. Wir kriegen 3 Millionen Gold. Sehr geil. Und 2 Trainingstränke. Kann man immer mitnehmen für 2 Euro. So, Kauf war erfolgreich. Wir haben schon fast das Gold wieder voll. Ist schon mal ganz geil zum Anfang. Müssen wir jetzt mal schauen, was wir da raushauen werden. Und weiter geht's. Buch des Bauens und Ressourcentrank für 4 Euro. Lohnt sich das? Chat. Okay, nicht besonders spannend. Ne? Wir haben jetzt wieder ein Buch, müssen wir gleich mal schauen, wie wir es einsetzen. Und so ein anderes Ding haben wir auch bekommen. So, jetzt wird's aber spannend. 6 Millionen Elixier, das ist halt geil. Und ein Buch der Helden. Boah, die Helden müssen immer wieder angehen. Ne? Die hatten wir erst für viele 100 Euro auf Level 30 gebracht. Let's go, sehr geil. Kauf war erfolgreich. 6 Millionen Elixier. Ah, das ist schon mal überfüllt. Sehr geil. Und jetzt kommen wir zum Besten. Wir haben nämlich obendrauf nochmal 8 Mauerringe. Mauerringe würde ich mir eher aufheben, weil die immer wertvoller auf Dauer werden. Universalbuch, Ressourcentränke und vor allem eine Rune des Goldes. Das ist geil. Level 40 gehen die Helden. Oh Gott, Alter. Okay. Nice. Geil. Damit haben wir eine ganze Menge Angebote. 15 Millionen Ressourcen. So können wir reinstarten. Damit haben wir jetzt insgesamt fast 2600 Euro. Es wird noch mehr werden. Natürlich auch je nachdem, ob wir noch weitere Sponsoren finden und wie das Projekt natürlich auch ankommt. Wir haben 150.000 Gems immer noch drauf. Auf geht's. Okay, ich weiß so gar nicht richtig, wo ich anfangen möchte. Ehrlich gesagt. Ich glaube, als allererstes machen wir wieder eine Forschung. Dunkles würde ich, glaube ich, eher aufheben, weil Dunkles würde ich eher auf die Helden so hauen. Auch die Helden sind wieder so eine Sache, ne? Die kosten jetzt pro Upgrade so 50.000. Ich kann doch gerade mal 200.000 lagern. Machen wir das erste Upgrade auf Packers, die dauern 3 Tage. Das ist crazy. Okay, Packers sind aktiviert. Und dann hauen wir direkt in diesen Forschungstrank drauf. Damit sparen wir eine Menge Gems und Zeit. Der Boost auf die Ressourcen sammler läuft noch 3 Tage. WTF, wie lange dauert der denn bitte? Das ist geil. Die Sammler haben wir ja auch gemaxed. Übrigens war ja auch smart. Was wir natürlich machen sollten, wie immer, ist dann dementsprechend... Ne, das haben wir schon. Ein Trainingstrank können wir ja schneller ausbilden. Und einen Bauarbeitertrank. Das ist smart. Heldentrank haben wir, glaube ich, schon. Brauchen wir auch nicht. Machttrank. Das ist eigentlich auch geil. Haben wir auch ein paar Stück von. Dann lass uns erstmal alle Hindernisse kurz wieder entfernen. Es geht ja eh mal schnell hier. Den Boost. Zack, zack, zack. Junge, diese eine Mauer da oben ist ja anders random. Wer hat sich das denn bei dem Overlay ausgedacht? Sieht geil aus. Vor allem, dass eine Holzmauer ist, feier ich anders. Oh Mann, diese ganzen Level 12 Mauern. Ne, Level 10, ups, habe ich. Und dann hier diese eine Mauer als Holzmauer, auch geil. Womit legen wir los? Also, wir fragen erstmal wieder Truppen an. Ich will mal irgendwas Neues kriegen. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr gespoilert werden. Ich will jetzt einfach mal... Ich habe immer Elektrodrache. Ich mache einfach irgendwas. Die Leute können entscheiden, was sie mir spenden können. Oh, wir haben noch einen Stamm übersehen. Nice. Okay, dann lass reinstarten. Also, was haben wir heute vor? Wir wollen heute alle neuen Truppen freischalten. Darum geht es vor allem und natürlich auch wie immer auch den fetten Sternebonus abkassieren. Der liegt nämlich aktuell bei 1,8 Millionen. Und wir gehen auch in Richtung, das möchte ich ganz kurz immer fürs Video festhalten, wir gehen in Richtung unserer, zum ersten Mal Richtung Kristallliga. Ich weiß nicht, ob ich schon mal Kristallliga war in den 10 Jahren Clash of Clans. Ich glaube nicht. Ich habe nie so richtig aktiv gepusht. Das müssen wir mal erreichen. Jetzt nicht heute, aber vielleicht in der nächsten Folge schon. 2000 Trophäen. Wir sind aktuell bei 1,7 fast. Das ist eigentlich schon machbar. Wir haben einiges zu tun. Wir haben die dunkle Kaserne, die Kaserne, die normale Zauberfabrik und die dunkle Zauberfabrik. Wir beginnen jetzt mal mit der dunklen Zauberfabrik, würde ich sagen. Als allererstes und damit hier auf geht's. 2 Millionen Elixier für den Fledermauszauber. 727 Gems. 5 Tage fast. Wäre da nicht sogar smart, ein Buch des... Wie lange dauert das hier? 4 Tage. Sollen wir ein Buch des Bauens verwenden? Wäre das smart? Boah, 727 Gems. Wie viel Buch des... Haben 4 aber Stück aber nur von denen. Gut, ich meine, die Bücher werden noch immer wertvoller, ne? Darf man nicht vergessen. Ich glaube, wir sollten es jetzt lieber aufheben, oder? Die müssen wir uns noch aufheben, die müssen wir noch... Wir haben eh noch 15 Tage, um die zu verwenden, also...
Alles fein. Der Chat hat entschieden, wir jammen das Ding einmal auf. Zack, Fabrik für dunkle Zauber, 726 Gems. Und damit haben wir was genau? Den Fledermauszauber, okay. Mit was kombiniere ich den Fledermauszauber, Chat? Das wäre sehr gut zu wissen. Wir hauen Only Fledermauszauber mal rein, 9 Stück, würde ich sagen. Wir haben verschiedene Vorschläge, wir testen heute eh mal ein bisschen was. Wir machen mal zuerst, wir können ja ein paar auch testen. Wir machen mal zuerst mal Lava Loon. Zack. Dann lassen sie mich noch, dann lassen sie sich Only Fledermauszauber, dann lassen sie mal so... Haben wir so 5 Stück, das passt. Dann lassen sie noch zweimal Frost und einmal Wut mitnehmen, das passt dann, glaube ich, ganz gut. Dann lassen sie den aufjammen. Und dann würde ich sagen, der erste Angriff. Also wir haben heute 2 Spells, die neu sind, und 2 Truppen, die neu sind. Die werden wir alle testen und alles so aufjammen. Mal schauen. Ah, wir müssen unsere Bauarbeiter noch beschäftigen. Chat, hat mir gar keiner reingeschrieben. Wir haben auch gerade einen Boost noch am Laufen. Oh, okay, aber den müssen wir uns erstmal angreifen mit 1,7 Millionen. Und der ist auch gerade aus 9. Den müssen wir sowas von angreifen, Sekunde. Okay, erster Angriff mit dem Fledermauszauber. Die sind auch alle geboostet, vor allem. Das ist halt crazy. Dann jetzt hier noch nach. Und jetzt gibt es den fettesten Wutzauber aller Zeiten. So. Und mein Gedanke war, dass wir jetzt hier so ein paar Fledermauszauber reinbringen. Und dann hier noch Frosten. Hey, der ist ja komplett lost. Also der Chat sagt, ich habe diesen Angriff komplett verkackt. Okay, auf geht's. Ey, 1,7 Millionen Loot will ich trotzdem gerade festhalten. Haben wir bekommen. Absolut crazy. Erstmal beschäftigen wir unsere Bauarbeiter. Die sind, das Lager ist auch fast voll. Luftbombe. Hier, 3 Stunden. Die wird nämlich geboostet. Das geht richtig schnell jetzt. Erstmal die Riesenbombe. Zack. Dann macht der noch die normale Bombe. 2 Tage dauert die. Als ob ich 2 Tage auf eine Kackbombe warte normalerweise. Die armen Free-to-Play-Spieler. Ja, 1 Tag, 8 Stunden machen wir die Skelett fallen. Sehr gut. Skelettfallen auf Luft oder auf Boden ausrichten. Wir sehen es hier nochmal. Ihr könnt auch gerne bei ihm vorbeischauen, das ist der größte Clash of Clans-YouTuber. Der erklärt uns hier, wie das Ganze funktioniert in den Bats. Das ist auch sehr interessant mal zu sehen. Also wir müssen die Bats wirklich, wir müssen ihn in die Ecke setzen, weil die immer wieder in Wellen spawnen. Wenn ihr mal Bock habt, müssen wir uns mal eigentlich einen Pro einladen. Vielleicht, wenn er mal Zeit hätte, Itzu zum Beispiel, einer der besten COC-Spieler weltweit, dass der uns auch einiges erklärt. Aber noch sind wir nicht so hoch von den Truppen, dass es vielleicht noch nicht ganz so krass wäre, da denke ich. Aber langsam haben wir ja schon einiges. Also Chudoslav heißt der, ne? Könnt ihr gerne mal bei ihm vorbeischauen. Dann machen wir Only Bats jetzt. Ich weiß es, okay, nicht Only übertreiben, jetzt nehmen wir 5 Stück. Ach, aber Training erklärt uns bestimmt auch die Truppen jeweils, oder? Tunnelgräber werden auch erklärt, das ist ganz... müssen wir uns dann anschauen, bevor wir angreifen. Dann schauen wir uns das Tutorial gleich an, bevor wir die nächsten Truppen dann freischalten. 2 Magier. Aber das ist es. Ein... Ja, machen wir so. Let's go. Grease ist essential, sagt einer. Ja, okay, Sekunde, dann packen wir den Guten mal raus. Zack. 2 Golems, würde ich sagen. Riesenbombe ist in Ordnung. So, jetzt ganz viele Hexen. Und das Wichtigste ist eigentlich hier irgendwo ein fetter Sprungzauber. Dann hätte eigentlich noch ein Erdbebenzauber mitnehmen sollen, fällt mir gerade auf, ne? Alter, das ist übel nice. Jetzt frosten wir hier. WTF! Wenn ich früher gefreezed hätte, hätten die, glaube ich, alles überrannt, ne? Ja gut, ich meine, 100% geholt, der war auch Radius 9. Erstmal müssen wir die Clanburg noch hochmachen, stimmt. Kacke, die Schatzkammer ist überfüllt, oder? Wir haben, glaube ich, gerade richtig viel Loot gewastet. Ich weiß nicht, wie viel. Die war auf jeden Fall voll. Shit, egal. 4 Millionen kostet es, dann können wir... Was? Was ist das denn? Belagerungsmaschinenkapazität? Wir können uns eine Belagerungsmaschine spenden lassen. Das ist krass. Zack. Junge, wie diese Buttons klein, einfach klein sind. Das ist ja Wahnsinn. 727 Gems, Alter. Egal, haben wir. Komm. Boom. Dann macht er wieder weiter direkt, bitte. Mach du bitte direkt die Luftbombe hier wieder weiter. Genau, das passt. Kann ich jetzt was bekommen? Ist hier gerade jemand online? Oh mein Gott. Wie geil. Was kommt da denn an? Einfach ein Elektrodrache, ein Ballon und noch so ein fettes Ding. Okay, dann machen wir gerade noch eine Runde, würde ich sagen, mit der Maschine und dem Bad Spell erstmal. Und dann machen wir den nächsten. Komm. Let's go. Okay, tryen wir jetzt. Komm. Let's go. Wann muss ich die Belagerungsmaschine setzen? Eher spät oder eher am Anfang? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir hauen jetzt die Bad Zauber hier rein. Zack. Die Belagerungsmaschine ist auch im Stall. Die müssen auf jeden Fall freezen hier. Oh, hier freezen und vielleicht hier freezen, würde ich sagen. So, zack. Boah, was? Aus der Belagerungsmaschine kommen denn die Truppen raus? Ach so, stimmt. Ich hab das eigentlich schon mal gesehen. Ich zünde ihn jetzt schon mal, dass er schon mal ein bisschen schneller hier Druck macht über außen. Weil die Golems machen hier irgendwie gar nichts. Seht ihr das? Und jetzt sind die schon mal wenigstens genau sehr gut. Und die Queen macht das auch ganz gut. Das ist ein Spike einfach. Hey, wie geil, aus Brosters. Alter, wieder über 1 Million Loot. Wir haben uns für die erste Truppe jetzt schon sehr viel Zeit genommen für die Belagerungsmaschine. Wir machen weiter und kommen jetzt, ich würde sagen, zum nächsten Zauber. Ne, wir machen erstmal, würde ich sagen, jetzt hier. Dann machen wir erstmal die Tunnelgräber, würde ich sagen. Wir haben jetzt nur kein Elixier, wir können ja hier einfach upgraden, weil wir alles für die Clanburg ausgehauen haben. Tunnelgräber als nächstes, auf geht's. Zack, 8,5 Millionen Gold haben wir noch. Sekunde, dann geht ihr auf die Skelettfalle. Nice. Okay, wir kriegen jetzt beigebracht, wie Tunnelgräber funktionieren. Queen? Ja gut, Queen Walk. Macht schon mal Sinn. Okay, ein Mauerprescher. Wieso ein Mauerprescher? Benutze einen Giftzauber, um die gegnerische Königin zu verlangsamen. WTF, was? Ach, die ist langsamer. Oh lol, die Skelett haben wir auch noch. Oh, das war jetzt Zufall wahrscheinlich. Ah, jetzt geht's los. Okay, 23 Tunnelgräber alle hier hin. WTF. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Und dann entsende Magier. Der Schaden ist bald schon sick, ne? Wo müssen die hin? Da. Der Barbarenkönig. Okay, dann lass uns das jetzt mal probieren umzusetzen. Mach mal Only Tunnelgräber einfach dann. Okay, dann brauchen wir dazu Heal und Wutzuber, meintet ihr, ne?
Drei Wut, immer so und noch ein Frost, denke ich mal. Einmal auf Jam natürlich. Ja, kostet natürlich jetzt viel, aber geht schon klar. Ich meine, Verhältnis ist eh nicht teuer. Dann jamme ich mal was Längeres auf, weil da spare ich ja nicht so viel. Aber machen wir halt die Bomben. Die dauern, kosten halt echt 800.000, dauern 2 Tage, aber da ist es halt so. Okay, wir splitten uns auf 2 Gruppen. Hier 20 Miner. Nein, Hilfe, was machen wir denn jetzt? Oh, Chat, nein. Hat mir lieber die Mut. Hier ein Heal auf jeden Fall. Die sind schon fast alle wieder tot sonst. So, die töten uns einfach beide. Die überrennen das jetzt. Kein Bock mehr, jetzt ewig zu warten. Ja, aber muss ehrlich sein, der erste Tunnelgräber-Angriff war schon überzeugend. Lol, es war eine Fledermaus. Da bohren die sich komplett einmal durch. Ah, da ist noch ein Bogenschützenturm. Das war richtig nice. Erster Angriff mit Tunnelgräbern, sehr schön. Damit kommen wir zum Klonzauber. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir jammen erstmal das Längste auf, würde ich sagen. Oder vielleicht die Skelettfalle erstmal. Die nicht ganz so. Auf geht's. Normalerweise 4 Tage, 600 Gems wieder direkt. Der macht dann auch eine Bombe. Dann machen die alle schon mal die Bomben einmal hoch. Das passt. Kostet 3. 3 Platz kostet er mich. Let's go. Okay, also Klon wird vom Chat hier ziemlich geflamed. Ich bin mal gespannt. Wir machen es Laberhunde 2, würde ich sagen. Oder 3. 3 vielleicht sogar. Und der Rest lohnt's. 30 lohnt's. Ich denke, es passt ganz gut. Boom. Okay, erstmal Klons, weil wir haben 1,2 Millionen Loot. Das ist geil. So, 1, 2, 3. Und die Loons nach. Zack. Wutzauber, Wutzauber. Und Klon. Oh, die Knoten sind immer noch. Die Knoten sind doch übel. Nein, was hat der denn da? Lol. WTF. Ah, dieser Katapult auch nochmal on top, ne? WTF. Ach, wir können den kaputt. Ups. Das war nicht mein Plan. Nice. Also, ich muss sagen, Klon fand ich schon ganz nice. Aber für drei Space, auch also für 3 Platz, fand ich ihn schon. 1,2 Millionen Loot. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen zum letzten. Zur letzten Truppe. Und zwar extra habe ich mir aufgehoben, den Bowler. Da haben wir gleich erstmal das Trainingslager noch. Wir haben nur leider nicht genug Loot. Und es fehlt 50.000, die können wir auch aufjammen. Also ganz ehrlich. Wie viel kostet das? Ja, 60 Gems, auf geht's. Hier, zack. Das ist eher teuer. 629 Gems. 3 Tage. Dann machen wir X-Bogen schon mal. So, die Queen interessiert mich. Ah, wir kriegen auch den Katapult eingeführt. Okay. So, wieder Rootsuper auf die Queen, das wissen wir schon. Das ist eigentlich eh nice. Oh, aber die sterben doch jetzt da hinten. So, übel lost. Wo genau soll ich denn hinsetzen? Da oben. So. Und jetzt ein Sende-Bowler. Wohin? Da oben. Ah, die sind eher so Support hinten dran, ne? Da sehen wir es gerade nochmal. Boah. Die hauen aber schon gut rein, eigentlich. Okay, Packer mit Bowler. Dann lass uns mal 4 Packer probieren. Und dann Rest Bowler einfach. So richtig viele aber schon. Lass noch mal. Dann machen wir jetzt 7 Tutorial mit, auch mit den Bad Spells, weil die fand ich eh nice mit Frost. Haben wir einen Frost weniger, dafür dann noch einen Sprung. Ich habe vergessen, die auszubilden. Zack. Nice. Oh ja, das ist nice. 1 Million. Packer, 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 Packer. Mauer, Pressure rein. Und dann lass doch jetzt hier in die Ecke die Bad Spells machen. Let's go. Die Bad Spells sind ja übel nice. Da merkt man auch schon mal, wie krass langsam unsere Truppen werden, ne? Machen auch noch einen selben Angriff. Der hat mega Spaß gemacht, fand ich. Was wir jetzt auf jeden Fall noch einmal machen wollen zum Ende der Folge. Wir wollen jetzt nochmal einmal Rache nehmen an einem. Haben wir noch nie gemacht. So, der Typ hat nämlich 1,3 Millionen Loot. Das ist eh geil. Sprung zwar einen fetten jetzt hier rein. Oh, den Loot zwar schon mal direkt. Das geht richtig aufräumen hier. Boom, weg. Alles weg jetzt. Und direkt nochmal. Nice. Ich hab uns gemisst, ein bisschen egal. Die Ball haben noch mega aufgeräumt, kann es sein? WTF. Sehr nice, Alter. Die Dinger, die nicht so lange dauern, jammen wir auf immer. So. Müssen wir nicht unser Loot noch ausgeben. 8 Millionen noch. Komm, dann machst du mal den X-Bogen. 3,2 Millionen 5 Tage. Junge. Den Luftfeger. Und dann jammen wir den einen Typen mit der Bombe auf. Und du machst den anderen Luftfeger. 2,4 Millionen. Ja. Sehr, sehr nice. Auf geht's. Und damit würde ich sagen, soviel zur nächsten Folge Clash of Clans Pay to Win. Inzwischen stecken über 2500 Euro auf dem Account, wie gesagt. Danke für euren Support. Das Ganze ist durch euch möglich. Wenn ihr weiterhin das Projekt supporten wollt, lasst gerne ein Abo da. Schaut noch im Abspann vorbei, da sind noch weitere Videos verlinkt. Und die 2000 Trophäen werden wir in der nächsten Folge, glaube ich, zum ersten Mal schaffen. Wird nice, wenn. Bis zum nächsten Video. Ciao.